7,4 Millionen Menschen in unserem Land haben zu wenig Geld, um ihre Wohnung warm zu halten. Wir haben, das ist ja richtig, eine Explosion der Energiepreise. Der Großhandelspreis für Erdgas an der Börse ist allein in den vergangenen 12 Monaten um 250% gestiegen. Exorbitant. Sie haben Klimapolitik fast ausschließlich über die Verbrauchspreise gemacht. Und das ist nicht nur unsozial, es ist auch vollkommen ineffizient. Und wir müssen dringend hinkriegen, dass wir bei der Finanzierung nicht die kleinen Leute belasten, sondern auch die belasten, die in der letzten Zeit hervorragend verdient haben. Die Vermögen sind gestiegen, die Gewinne sind gestiegen. Wir brauchen dort eine veränderte Steuerpolitik. Denn die Hauptverursacher, die großen Konzerne, sollen weiterhin geschont werden. Wir haben den Fakt, Frau Glöckner, dass die letzte Bundesregierung tatsächlich verschlafen hat, die erneuerbaren Energien auszubauen. Übrigens, Strom aus Neuanlagen mit Wind kostet 5 Cent die Kilowattstunde, 6 Cent Solaranlagen, fast 20 Cent ohne Versicherung Atomstrom. Ja, wir brauchen eine sozialverträgliche Energiewende. Und deshalb brauchen Sie zusätzliche Maßnahmen, dass jetzt die Bürger an dieser Frage entlastet werden. Und zwar sofort, meine Damen und Herren. Und deshalb fordert die Linke, die Stromsteuer abzuschaffen, die EEG-Kosten aus den Steuermitteln zu bezahlen. Wir fordern, Netzentgelte zu vereinheitlichen, überflüssige Industrierabatte abzuschaffen. Die Energiepreise müssen gedeckelt werden. Menschen mit geringem Einkommen brauchen sofort Zuschüsse. Und ja, wir müssen sofort verbieten, dass den Menschen aufgrund von Zahlungsrückständen der Strom oder das Gas in ihren Wohnungen abgeschaltet werden darf. Damit muss Schluss sein. Wir schlagen vor, dass wir kurzfristig über die Absenkung der Mehrwertsteuer bei Strom, Heizöl, Erdgas und Sprit reden, um kurzfristig eine Entlastung hinzukriegen. Das wäre eine Möglichkeit, hier was zu tun.